Hey ho, willkommen zu einer neuen Folge My Time at Portia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und viel Spaß! Tag 26, Monat 2, Jahr 1. Und ein neuer Tag in Portia beginnt. Liebe Leute, da bin ich wieder. Seit der letzten Aufnahme sind ein paar Tage vergangen. Ihr dürftet jetzt keinen Unterschied merken. Ja, ich bin wieder fit. Ich habe echt noch die Mega-Erkältung bekommen. Und aber es geht wieder. Und ja, es war ja echt also der Wahnsinn. Unser letzter Ausflug in die Realisation mit dem Rattenkönig. Und krass, richtig krass. Ja, leider ist in der letzten Folge auch meine Stimme nicht so gut gewesen. Irgendwas an meinen Einstellungen, das war total abgehackt. Dann noch meine beschnupfte Nase dazu. Und es war leider halt nicht so die perfekte Folge. Aber auch das gehört dazu. Ihr wisst, ich lerne noch, ich übe und das ist für mich so ein bisschen Hobby und nimmt es mir nicht krumm. Freue mich sehr über die, die es trotzdem geschaut haben. Und ja, ich hoffe, heute ist es besser. Ich habe eben schon mal so eine kurze Probeaufnahme gemacht. Da klang meine Stimme schon deutlich klarer und nicht abgehackt. Ich hoffe, es bleibt jetzt so. Ich ja, fuchse mich da ja immer noch so ein bisschen rein und mal läuft's gut und mal nicht so. Ich denke, ihr wisst, wie das so ist. Ja, wir wollten jetzt hier diesen Tank noch bauen. Und uns fehlte noch ein bisschen Eisen. Eisen haben wir doch gerade eingesammelt. Aber wie Sie sehen, ist es noch zu wenig. Ist viel zu wenig. Okay, die Maschinen sind am Arbeiten. Aber auch nicht. Dann können wir doch hier nochmal auf Tank hin. Und der macht kein Eisen. Verdammt. Hier, der macht Eisen. Und dann machen wir jetzt hier auch nochmal Eisen, dass wir Doppeleisen haben. Können wir nicht, weil wir haben kein Eisenerz mehr. Würde ich sagen, wir gehen ein bisschen in die Mine. Und wir brauchen Eisenerz. Andere geht gar nicht. So, machen wir hier nochmal einfach so ein paar Bronzebarren rein. Einfach, weil wir es können. Gucken aber auch einmal noch in den Kalender, weil ich glaube, genau, guck mal, der Monat ist schon fast zu Ende. Ich habe mir hier eine Notiz gemacht am 26. Warum? Ich weiß es nicht, steht auch nichts drin. Irgendwas war am 26., irgendein Turnier oder so, kann das sein? Ich musste mich einschreiben. Ach, verdammt. Genau, guck mal, morgen ist Tag der Erinnerung. Versuch die Gegenstände zu finden. Hong Mings Laterne anzünden. Okay. Habe ich bestimmt bis morgen wieder vergessen. So, Emilys Brunnen sind wir noch bei. Da machen wir noch das Lager. Die Schultertasche können wir abgeben. Ja, cool. Das werden wir auf jeden Fall machen. Alles klar. Dann würde ich sagen, unser Plan heute, wenn nichts anderes dazwischen kommt, einmal die den Handelsauftrag abgeben. Jetzt war ich gerade irritiert, weil ich dachte, ich kann das nicht aufheben. Sorry. Oh, hier fliegen schon Geister rum. Guck mal, die haben schon vorbereitet. Meine Güte, guck mal, ich lasse mich jetzt schon von alles ablenken. Und in die Mine wollen wir dann. Forschungsergebnisse. Hallo, wir haben die Forschung für den Bauplan abgeschlossen. Hier ist das Ergebnis. Ein Allesschleifer. Es kommt tatsächlich immer mehr. Und, guck mal jetzt, bevor wir losgehen, ich bin ja lernfähig, sortieren wir erst einmal alles. Und guck mal, könnt ihr mich bitte einmal kurz loben? Ich bin, glaube ich, noch nie mit so einem ordentlich leeren Inventar losgezogen. Leute, schaut euch das an. Es ist so cool. Und jetzt habe ich gerade den Gedanken, oh, jetzt habe ich die Eisenbarren weggelegt. Was, wenn ich jetzt doch genug habe? Wo sind die denn jetzt? Eisenbarren, wo seid ihr? Guck mal, jetzt haben wir auf einmal 15. Wie geil ist das denn? Brech ab. Richtig gut. Den haben wir. Und dann waren es die Sprinkler. Haben wir doch den Auftrag auch noch fertig, eventuell? Wo waren jetzt noch die Sprinkler? Hilfe, hier? Nein. Doch. Bitte, ey. Jetzt bin ich schon wieder aufgeschmissen. Wo denn nur? Wo waren denn die Sprinkler noch? Ist Gaga? War noch am Arbeitstisch. Ich
Ja, wollte ich doch sagen. Warum zeigt ihr mir das nicht an? Ventile fehlen. Ja. Hatte ich die nicht? Doch, eigentlich schon. Hab sie wahrscheinlich woanders reingebaut. Aber macht nichts. Wir wollen ja so oder so in die Mine. Da gibt es ja auch oft Ventile. Wo ist denn der Typ? Handelsauftrag. Da hinten. Dann laufen wir jetzt dahin. Und dann geht's ab in die Mine. Ich freue mich. Den Wassertank können wir bestimmt auch schon an der richtigen Stelle aufstellen. Boah, da bin ich jetzt zu faul für, da auch nochmal einen Umweg hinzulaufen. Wird hier nicht schlecht. Und wir haben Platz. Wir haben Platz? Leute, wir haben einfach Platz. Möchte ich nochmal anmerken. Wir haben Platz in der Tasche. Bin ein bisschen stolz auf mich. Wow. Auch nur heute. So, Portia Tree Farm. Adit. Adit war dein Name, richtig? Ja. Guck mal, ich habe was für dich fertig. Tada! Guck mal, lass uns auch noch mal ein bisschen quatschen, weil ich habe gehört, ich muss sozial sein. Ich habe von Dava gehört, dass am Ende alles gut gegangen ist. Trotzdem ein Rattenkönig? Haha, das klinge wie etwas aus einem Märchen. Ja. Auch schon ganz schön krass. Dava, let's talk about. Hallo, war sehr begeistert von dir, als er mir von deinen Abenteuern und dem Kampf gegen den Rattenkönig erzählte. Er sagte, er hätte nie erwartet, dass ein Handwerker kämpfen könnte, geschweige denn gewinnen. Das muss ein Schock gewesen sein. Ich bin selber ein bisschen geschockt gewesen von mir. War eine mega Überraschung, dass ich das geschafft habe. Nicht mit gerechnet. Auch ein bisschen überraschend. Ja. Und dann sollten wir uns echt jetzt Gedanken über bessere Ausrüstung machen. War ja schon, also ich habe schon alt ausgesehen gegen den Kerl. Das muss man ja einfach mal so sagen. Ich habe echt alt ausgesehen. Ich habe es nur geschafft, weil Portia wirklich gnädig ist. Portia ist einfach gnädig. Wäre das nicht so gewesen, liebe Leute, hätte ich verkackt. Wieder rausgekommen. Nie. Wäre ich heute noch in der Kanalisationsgosse, würde stinken wie Hulle. Mann, Mann, Mann. Jetzt verlaufen? Nee, ich muss doch hier hoch. Ja, guckt. Richtig. Da sind wir. Juhu, wir wollen mal wieder in die Mine. Haben wir schon ewig nicht getan. Nein. Ja. Nee, mein Geld. Ich glaube, ich habe noch so viel Geld. Okay, sieht gut aus. Ich glaube, das klappt. Ich glaube, das klappt. Jetzt stand da eben gerade, was dieser Feiertag morgen ist. Ich habe es nicht gelesen. Ich Oschi, weil ich gerade mal zu meiner Aufnahme rüber geschielt habe, um zu gucken, ob es auch läuft. Ja, ne? Und ja, sich manchmal ein bisschen versichern. Ja, auch nicht so der Typ, der. Genau, in den letzten Kommentaren wurde geschrieben, dass auf YouTube und Instagram ja, oft alles so perfektioniert wird, ob es Videos oder Bilder sind und dass die Leute irgendwie Folge X 30 Mal aufnehmen, einfach um das bestmöglichste Ergebnis zu haben. Kann ich euch sagen, wird es hier nicht geben. Mache ich nicht. Ich mache das wirklich so. Ich spiele das erste Mal und das nehme ich auch auf und das möchte ich auch zeigen. Und ich möchte auch zeigen, dass jeder mal anfängt, ne? Und ob es jetzt halt in Spielen ist, ob es mit dieser ganzen Aufnahmesache ist, ob es. Ich. Ja, das ist. Ich könnte einfach nicht fünfmal dasselbe machen, nur um es perfekt darzustellen. Das ist einfach nicht richtig. Und das wurde auch in den Kommentaren gesagt, dass da halt so dieses Authentische bei Flöten geht. Und ja, das kriegt ihr hier. Es ist dann zwar halt nicht immer alles perfekt, aber es ist halt so, wie ich es mache und wie ich es erlebe. Und das, ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Hol schon wieder aus. So, jetzt achte ich natürlich überhaupt nicht drauf, ob ich, was wollte ich sammeln? Guck, da ist es schon wieder. Jetzt habe ich mich wieder um Kopf und Kragen geredet und, genau, Eisenerz. Mal gucken, dass wir so eine Eisenerzquelle kriegen. Und Ventile. Das wäre gut. Oh, ich glaube, wir hätten uns auch noch einen Handelsauftrag. Ja, können wir noch. Vor 18 Uhr nochmal in die Handelsgilde gehen. Dann können wir nämlich noch vor dem Wochenende einen Handelsauftrag mitnehmen. Oh, ah, da war was. Ich habe was gesehen. Oh, du hier. Ich hacke mit der Hacke.
Und es ist Manganerz. Ja, ich brauche Eisen. Ja, Eisenerz. Ja, das ist gut. Eisenerz nehmen wir. Alles rein in die Tasche. Aber wir hatten jetzt die Eisenbarren, ne? Ich. Okay, eigentlich sind wir nur noch für die Ventile da. Aber Eisen brauchen wir trotzdem. Die Vorräte müssen aufgefüllt werden. Wer weiß, was wir als nächstes bauen müssen. Ja. Ich habe noch nicht so ganz verstanden. Mir wurde ja in dem einen Video auch aufgelistet, dass ich Steine bei A und G verkaufen soll, um dafür Holz zu kaufen. Jetzt als Tank für die Öfen oder? Ja, eigentlich habe ich das Gefühl, ich habe da noch genug. Natürlich auch Öhren. Dann habe ich einmal aufgefüllt vielleicht, ne? Und ansonsten kann man ja Steine wahrscheinlich dann auch so verkaufen, um einfach ein bisschen Kohle zu scheffeln. Ich weiß nur nicht, ob das was bringt oder wie viel das bringt. Wir wollen ja auch irgendwann nochmal unser Haus verbessern. Dann müssen wir den Stall haben. Die Kuh, die gammelt immer noch in unserer Lagerkiste rum. Kleine Kälbchen. Oje, oje, oje. Und dann passieren immer noch irgendwelche komischen Dinge hier. Also, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Auch wenn mal einfach so ein Minentag dazwischen ist. Auch der muss einfach sein. Ventil ist zufälligerweise noch nicht in unsere Tasche geflötet, ne? Tasche geflötet? Was ist denn das auch schon wieder für eine Aussage, ne? Manchmal. Ich weiß auch nicht, warum mein Gehirn sowas rausgibt. Aber ich hatte das Thema letztens erst mit meinem Mann, dass ich einfach zu schnell schon weiterdenke und dann einfach das, was ich gerade spreche, verhaspel. Dadurch, dass, ja. Was ich meine, kennt ihr das? Schlimm. Lasst mir da nicht so viel Zeit. Warum habe ich da jetzt immer so ein grünes. Ach, das geht. Ach, guck mal. Jetzt haben wir da rechts von mir so einen kleinen grünen Pfeil und der zeigt uns Landwirtschaftsdatenschip. Oh, wieder blinkt. Der zeigt uns dahin, wo wir markiert haben. Ja, nice. Und keine Orientierung verlieren. Was war dieser Landwirtschaftsdatenschip? Das ist was ganz Neues gewesen. Guck mal. Richtig viel Eisenerz hier. Wie sieht's aus mit unseren. Ja, Ausdauer ist auch noch anwesend. Ventile aber noch nicht so richtig. Wahrscheinlich bin ich in der falschen Mine dafür. Soll es ja auch geben. Eulenuhr Teil 3. Ob wir da jetzt auch bald mal vorankommen? Guck mal ganz nah, wie nett. Mag das Blau von dem Manganerz sehr gerne. Ach, ein Ventil. Guck mal. Das ist ja cool. Aber das brauchen wir. Noch viel öfter. Und ich würde das nächste nicht gleich direkt nebenan liegen. So viel Glück hat man nicht. So viel Glück hat man nicht. Ach, guck mal, die Waschmaschine. Die achte. Können wir verschenken. Vielleicht brauchen die Leute eine Waschmaschine. Wer könnte denn eine Waschmaschine hier in Portia haben wollen? Ja, hier war doch. Da. Irgendwo habe ich noch so einen gelben Punkt gesehen. Oh, wir hatten auch schon lange nicht mehr so einen lilanen Punkt. Hier ist nichts mehr. Und uns noch mal ein bisschen abscannen. Auch leer. Noch was gesehen. Wieder weg. War das nur von meinem Jetpack? Funke. Komm schon. Na gut, dann hauen wir jetzt einfach noch mal so ein bisschen rumrum. Noch mal die Materialien mit. Weiß, uns fehlt jetzt wahrscheinlich was an Ventil. Aber vielleicht können wir auch mal gucken, ob man sowas auch käuflich erwerben kann. Haben wir ja auch noch gar nicht so häufig gemacht. Wir haben mal Pigmente gekauft, ja. Aber so Bauteile noch gar nicht so richtig, ne?
Wollte gern einen Motor kaufen, aber das ging nicht. Deine Motoren, die verfolgen mich auch manchmal noch nachts, muss ich gestehen, ne? Liege ich da und denke so, ich habe keinen kleinen Motor gefunden. Alter, das hat mich so aufgeregt, das hat sich richtig in mein Gedächtnis eingeprägt. Oh, jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Dieser Motor, das war echt, Mann, Mann, Mann. Wird immer in meinem Kopf bleiben. So, wir verlassen die Ruine. Am 12. und 13. Tag des Winters findet die jährliche Schneeballschlacht statt. Jeder kann mitmachen, aber pass ja auf, dass dich kein Schneeball im Gesicht trifft. Oh, ich liebe Schneeballschlachten. Oh, wirklich. Da, wo ich herkomme, gibt's leider nicht so viel Schnee. Und das ist richtig doof. Und ich mag Schnee total gerne. Und, oh, Mann. Kann ich mit diesen Geistern eigentlich irgendwas machen? Hallo? Nee, sind einfach nur so zur Deko da. Handelsgilde. Alter, ist das schon wieder 22 Uhr? Oh nein, wir können keinen Auftrag holen. Ich habe den ganzen Tag in der Mine verplempert. Oh. Oh nein. Ja, richtig gut, ne? Wie die Profis hier. Verdammt. Emily, komm, lass uns mal reden. So eine Waschmaschine haben. Ich habe eine Waschmaschine. Ich schenke Emily eine Waschmaschine. Oh, was ist hier los? Mein Spiel stottelt. Emily! Oh! Wir sind Kolleginnen! Ich versuche meiner Oma nicht von allem zu erzählen, was in unserer Stadt passiert, wie dem schmutzigen Wasser. Sie würde sich nur unnötig Sorgen machen. Oh, wir sind Kollegen! Komm, wir beschenken sie trotzdem. Und kriegst eine Waschmaschine. Einfach so. Es ist der Gedanke, der zählt. Oh. Ich glaube, das kam nicht so gut an. Ah. Aber egal. Wir haben jetzt Kollegenstatus. Guck mal. Soziales. Oh, wir haben ein Herz voll. Und Petra. Mit Petra sind wir auch bald Kollegen. Und Sam auch. Und hier mit Ginger sind wir auch schon Kollegen. So. Wisst ihr, ich dachte jetzt, Emily ist unsere Erste. Stimmt gar nicht, Petra. Hier, sie ist auch schon. Wow. Bestimmt, weil ich den Rattenkönig besiegt habe. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Das wirkt sich da doch bestimmt auch drauf aus, oder? Ja, bestimmt. So, alter Falter, haben wir hier Barren. Guckt euch das an. Können wir nochmal auftanken? Ja, yeah, auf jeden Fall. Carbonstahlbarren, die laufen hier. Bleibarren machen wir auch schon. Zinnlegierung, Schweißstäbe brauchen wir gerade nicht so, glaube ich. Denn hier so, ach doch, guck mal, Carbonstahlbarren. Zinnlegierung machen wir auch noch. Da machen wir jetzt hier nochmal. Kommen wir mal raus. Stärktes Glas. Da brauchen wir normales Glas. Ach, guck mal, das können wir doch hier in unserem. Machen wir doch hier nochmal ein bisschen Glas. Auf jeden Fall. Kommen wir mal raus. Können wir nämlich nachher hier dieses Gehärtete machen? So, habe ich jetzt aufgetankt? Nein, natürlich nicht. Mann, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Sonst wird es hier nichts. Fräulein. Reißen Sie sich zusammen. Konzentrieren Sie sich. Aufdenken. Guck mal, das ist ganz gut, dass wir den auftanken. So. Der hat schon gar kein Benzin mehr. Arbeitet der noch? Die Bronzebahn nur noch. Können wir das nochmal erhöhen? Können wir nicht, weil Kupfererz fehlt. Ach du Schreck. Auftanken. Sieht auch schon nichts mehr. Was ist hier so los? Eisenholz dealen. Brauchen wir nicht auftanken. Wir könnten hier ja nochmal so ein paar Marmor dealen und sowas. Craften. Auftanken. Und ich glaube, Holzbretter könnten wir auch nochmal eine Nacht durchlaufen lassen, weil all die Wahl irgendwie im Kopf habe, dass sich das für die Verbesserung der Häuser, Ställe und so, da braucht man doch immer Bretter, oder? Bitte. Kupfer- und Stahlkabel haben wir auch noch nie gebaut. Doch, haben wir 3 Stück anscheinend von. Lagerung haben wir keine mehr. Flaschenzug haben wir keinen. Wir sparen die Materialien. Was ist das? Da ist auch nichts los. Okay, was bauen wir denn hier als nächstes? Wir haben doch einen Dingsplan bekommen.
Zeig doch mal hier. Unsere neue Blätter. Schneidmaschine, Ofen, Brunnen, alles Schleifer. Was macht denn der alle? Eine Stahlhülle braucht man dafür. Arbeitstisch Level 3. Oh, what the hell? Stahlrahmen. Oh, Arbeitstisch Nummer 3. Krass. Okay, es wird noch sehr interessant, liebe Leute. Sehr interessant, ich sage es euch. Alles sortieren. Yes. Ach, schön. So, was haben wir denn hier? Der Landwirtschaftsdatenchip 2. Ein Chip, der dem Hauptsystem einer KI einige Landwirtschaftsprogramme hinzufügen kann. Aktiviert Ex-Dünger-Anwenden-Funktion. Wo setze ich das denn rein? Kann ich das irgendwo rein benutzen? Ah, mir passiert nichts. Okay, das finden wir noch raus. Je nachdem, wie spät das ist, könnten wir... Ach, 0 Uhr. Nee, wir gehen schlafen. Jetzt brauchen wir den Tank von Emily nicht mehr auf. Liebe Leute, also in diesem Sinne, wieder vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hau meinen Charakter schlafen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.